So, dann geht's mal weiter in der Felsenfestung. Wir wollen jetzt nach oben zu dem Schalter, weil er hoffentlich die Zugbrücke da aufmacht. Sonst müssten wir... Was war das? Achso, die machen die Türen hier auf. Sonst müssten wir einen riesen Umweg gehen. Da müssten wir irgendwie es wieder hinbekommen, dass der Baum uns auf die andere Seite trägt. Und ja, nee, das muss nicht unbedingt sein. So. Klick. Das hat jetzt irgendwas gemacht. Oh oh. Hier war nicht nur ein Schalter. Irgendwo war doch... Ah, genau, der Mechanismus. Aber wir können hier nichts machen. Das ist jetzt ärgerlich. Ich würde gern durch die Wand da durch. Haben wir nicht einen Ich springe die Wand in die Luft Zauber? Nee, der müsste ein bisschen aufgepeppter klingen. Wandsprengzauber der ultimativen Zerstörung. Das wird schon eher passen. Also zu dem Spiel hier. Die Zauber haben ja immer recht komische Namen. Aber gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mein wildes Schalterdrücken da irgendwas gebracht hat. Und sonst hat es halt nichts gebracht und wir müssen zurücklaufen. So, lauf, lauf, lauf. Diesmal wurden wir auch gar nicht gedreht, warum auch immer, und wir können immer noch nicht da lang. Ist hier irgendwo ein Schalter? Nein, kein Schalter. Na gut, dann können wir nichts machen. Entweder ist da irgendwas buggy oder ich habe was übersehen. Das kann ich so jetzt nicht sagen. Können wir auch nicht wegwerfen in die Richtung. Schade. Ich hätte dem Tor gerne einen Hut gegen den Kopf geschmissen. Na gut. Hilft alles nichts. Noch einmal kurz umgucken, ob hier wirklich nirgendwo ein Schalter ist. Nö, sieht nicht so aus. Na gut. Nochmal durch die Fallen durch. Dann gehen wir einfach raus, gucken uns die Weltkarte nochmal an und schauen, ob es da irgendwo einen anderen Weg gibt. Hier war auf jeden Fall nichts mehr. Na gut. Raus. So, draußen sind wir. Hier gibt es keine Auswahlmöglichkeit. Und das sieht nicht wirklich so aus, als ob es einen anderen Weg geben würde. Hier ist die große Schlucht. Ja, es gibt wirklich gar keinen anderen Weg, denn mit dem Baum sind wir damals ja auch darüber gekommen. Aber ich denke nicht, dass der Baum uns... Na doch, der Baum könnte uns nochmal da abladen. Na gut, dann gehe ich jetzt mal zurück. Wieder Richtung Tempel und vor dem Tempel biege ich dann nach Osten ab. Dann müssten wir jetzt ja über die Brücke rüber können mit dem Stein der Überquerung, den wir gefunden haben. Dann können wir über die Brücke rüber, können hier nochmal in den Baum rein, können ganz oben in den Baum rauf und von den Ästen wieder hier in die Schilfebene. Und von der Schilfebene gucken wir dann, ob wir hier irgendwo hoch zu dem Feuerberg kommen, und wenn nicht, dann gehen wir an der Felsenfestung vorbei durch den Titan auf das Podest und dann zu der Burg. Ja, jetzt wo ich das gerade so sage, hört sich das echt langwierig an. Vielleicht soll ich das Ganze off-camera machen. Aber... Nö, ist schon okay so. So, erstmal jetzt wieder nicht von den Klippen hier verwirren lassen. Auch wenn sie diese Nee, da will ich nicht lang. Schon verwirrt. Süden? Ja, das ist gut. Da ist der Wasserfall, da wollen wir nicht hin. Jetzt müsste ich hier auf der linken Seite gleich der Tempel kommen. Ja, da ist der Tempel. Wir gehen nach Osten. Und werden jetzt hoffentlich nicht von der Brücke geschmissen. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Boni oder so, dass wir es zum ersten Mal benutzt haben. Wusch. Nö. Nicht mal ein Kommentar vom Helden. Schade. Na gut. Heilen wir hoch und der Zauber versagt hier. Na gut. Sagt der Zauber hier auch. Oh ja, ärgerlich. Oh, kleiner Mann.
Hat nichts Neues. Na gut. Wie kam ich jetzt zum Baum? Hier haben wir keine Wahlmöglichkeit, also müssen wir wieder zurück zum kleinen Mann. Dann können wir da durch. Dann ist rechts die Barriere, wo wir eigentlich auch hätten durchgekommen damals. Aber das habe ich ja irgendwie übersehen. Also wir stehen jetzt gerade hier. So, dann gehen wir nicht wieder da rein, sondern wir gehen da rum. Und wenn ich mich recht entirne, genau, die ganzen Ritter sind hier. Dann müssen wir gleich durch die unterirdische Stadt und da den nördlichen Ausgang nehmen. So, so, so. Da ist die unterirdische Stadt. Und da können wir jetzt auch nicht wirklich abkürzen, weil die Teleporter in Eingängen führten ja immer nur auf die gegenüberliegende Seite und da wollen wir nicht unbedingt hin. Da wäre ja höchstens diese Unterwasserwelt. Aber wir können uns endlich heilen. Außer ich stehe jetzt aus Versehen zufällig wieder auf so einem Nicht-Zauberfeld. Nee, schön, schön. So, Nordausgang müsstest eigentlich gleich kommen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der Baum uns nochmal rüberträgt, weil wenn nicht, dann weiß ich langsam nicht mehr, wie wir zu dem Berg kommen könnten. Also dem Feuerberg, wo wir einen Griesgram finden müssen. Aber ja, das ist ein sehr zwergiger Name. Oh, und hier liegen Steine rum. Schöne Sache. Die kommen jetzt alle mit. Auch wenn mir die Brocken irgendwie lieber wären. Toter Baum. Ich glaube, das führte dann nach oben. Ja, da geht es wieder nach unten. Aber wenn nicht hin, wir wollen jetzt ganz nach oben. Und da gab es, glaube ich, jetzt inzwischen auch einen Teleporter. Ja, ich glaube, der da. Ja, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir hier im Baum drin waren. Ja, diese komischen Viecher waren echt nervig, die alles vergiftet haben. Aber das haben wir Gott sei Dank hinter uns. So, jetzt sind wir oben beim Baum. Und ich speichere einfach mal ab, nur für den Fall. So, und jetzt können wir hier rüber. Also, schön, dass es auf jeden Fall schon mal geht. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir es überhaupt mussten. Und dass der Zugang zum Feuerberg nicht irgendwo ganz woanders ist, wo wir dann unterirdisch dahin kommen oder irgendwie sowas. Sind ja schließlich Zwerge. So, also wir sind jetzt meiner Schätzung nach hier. Und egal, wo wir uns jetzt hindrehen, wir müssten eigentlich durchs Schilf durch. Ja. Obwohl. Da leuchtet was. Das wird der Anvil of Dawn sein. Also der Amboss des Dawn ist eigentlich Morgengrauen. Dämmerung. Dämmerung ist Dusk. Na gut, wir wollen nicht pingelig sein. Aber da können wir nicht lang. Schade. Na gut, dann wollen sie uns wohl zeigen, was da so alles Tolles ist, aber uns nicht die Möglichkeit lassen, dahin zu gehen. So, hier durch dürfte ja relativ... Oh, ist alles wieder zugewachsen. Hier sind keine Fallen. Gut, einfach gerade durch. Was haben wir denn hier? Achso, ist nur ein toter Gegner. Und noch mehr kleine Steinbrocken. Kann ich drei kleine kombinieren, um großen zu bekommen? Wahrscheinlich nicht. Schade. Da ist jetzt aber eine Falle im Weg. Auch wenn die nicht wirklich so doll wehtut. Aber muss ja nicht sein. So. Da kommt auch gleich eine Falle. Also weichen wir geschickt aus. Unser Held muss extrem gut Karten lesen können.
Weil ich könnte mich jetzt hier im Schilf nicht so orientieren, wie viele Schritte ich schon gegangen bin und wo welche Falle nochmal war. Aber na gut. So, gleich sind wir beim Ausgang und hoffentlich kommen wir irgendwo auch weiter. So, wir sind jetzt am westlichen Ausgang des Schilfs, hier irgendwo. Das heißt, ich werde mich jetzt ganz genau umgucken, ob wir hier nicht irgendwo rechts abbiegen können. Weil so wirklich Lust durch den Titan zu laufen, nur um dann rauszufinden, dass man da eigentlich gar nicht lang kann, also oben drüber, wäre schon ein wenig doof, denn wir laufen schon die ganze Folge ziemlich planlos rum. Also, ich zumindest. Ihr guckt dabei zu und schmunzelt euch ein wahrscheinlich. So, ich habe keine einzige Wahlmöglichkeit bisher. Das ist nicht wirklich viel. So, jetzt habe ich die Wahl zwischen Felsenfestung und Titan. Na gut, dann ist es wohl der Titan. Also wir waren ja schon mal ganz oben drauf. Aber da konnten wir gar nichts machen. Wir konnten mit niemandem sprechen, wir konnten nichts benutzen. Na gut, wie kamen wir hier raus? Da geht's nach unten. Das heißt, wir werden erst nach unten müssen, um dann wieder nach oben zu gehen. Da ist ein Weg nach unten. Gucken wir da mal hin. Darum, lirum, larum. So. Aber ja, ich erinnere mich noch, wir mussten ganz runter auf jeder Ebene den Titan schrumpfen und dann kommen wir hinter dem Titan wieder nach oben. Und hier ist nichts für uns. Na gut. Den nehmen wir mit. Auch wenn wir jetzt 227 Kilo. Das ist nicht gut. Wir haben echt zu viel Questzeug dabei. Na gut, die kleinen Steine können mal weg. Auch wenn die nicht ganz so viel wiegen. Die wiegen. 217 haben wir jetzt. 5 Kilo das Stück. Aber trotzdem können wir so auf keinen grünen Ast. Was ist das? Beweglichkeit plus 2. Wo ist Machtregeneration? Macht. Ausdauer. Beweglichkeit. Da Stärke. Ja, okay. Bringt auch nicht wirklich viel. Sind wir müde? Es müsste eigentlich angezeigt werden. Anscheinend nicht. Was ist denn so schwer plötzlich? Die Seele wiegt 2 Kilo. Der Arm von dem anderen Typen wiegt 1 Kilo. Und die anderen Sachen haben wir eigentlich alle schon vorher mit uns rumgetragen. Na gut, das Schwert... 1 Kilo. Hä? Na schön, es läppert sich, aber trotzdem ist es komisch, dass wir jetzt so schlagartig so viel mehr Gewicht dabei haben. Na gut, also da ging es nicht lang. Das schaut doch gut aus. Und hier war, glaube ich, auch der Titan im Weg. Also gehen wir einfach den Weg von damals so nach, wie wir ihn gegangen sind. Du gehst mal weg. So, also hier war der Kopf von dem Titan. Den haben wir geschrumpft, jetzt sind wir hier lang. Dumm, 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 dumm. Ah, hier waren noch irgendwo diese nervigen Fallgruben, oder? Die blinzelnden Fallgruben, Au. Ja, und ein Stein. Ah, diese blinzelnden Fallgruben, die weggegangen sind, dann wiedergekommen sind, weggegangen sind, schnell wiedergekommen sind, wieder weggegangen. In so einem komischen Rhythmus, das war richtig nervig. Also ich glaube zumindest, dass es hier in dem Dungeon war. Das muss ich mir nicht unbedingt nochmal geben. Da halten wir diesmal die Zeit an. So, da rum, da runter. Hm, 1, 2, 3, 4. Ne, hier konnten wir auch nirgendwo abkürzen. Schade. Ist aber auch ein bisschen ungewöhnlich, weil meistens in den Dungeons gibt es, wenn man einmal das quasi gelöst hat, einen Weg schnell von einem Ausgang zum anderen zu kommen. Außer hier. So, wir sind da raus. Wir können da runter. Und wir können da runter. Und wir können da wieder hoch. Wieder hoch klingt doch gut. Oh, ist da noch was drin? Nee. Ja, Stein.
Und da war die Nische, in die wir uns dann verkrochen hatten, giftigerweise und abgespeichert. So, also hier rum. Da flackert's. Ah, hier waren die ganzen Steine und Wirbelstürme und... Ja, ja. Und wir sind schon dran. Oh, da könnten wir gar nicht durch. Na gut, dann halt auf die harte Tour. Hier zu Ende durch, da rum, da runter und hoffen, dass es da auch wieder hoch geht. Sonst müssen wir den anderen Runtergang nehmen. Hier waren wir doch gerade erst, oder? Nee, waren wir nicht. Hier waren die Türen mit dem komischen Schalter. Gut. Also ja, wir kommen voran. Aber es ist mühsam. Nee, hier wollen wir nicht lang. Wir wollen da durch. Hier war denn der Bauch von den Titanen? Wenigstens die Türen alle noch offen. So. Mann, Mann, Mann. Das hätten sie echt ein bisschen bequemer machen können. Und weh, wir kommen jetzt da oben an. Es gibt da nichts zu tun. Das wäre richtig nervig. Ja, zum einen, weil ich den ganzen Weg wieder hier rausgehen müsste. Und zum anderen, weil ich dann nicht wirklich weiß, was wir noch machen könnten. Rechts rum. So, ja, hier sind wir richtig. Jetzt geht es hier wieder hoch. Und ich glaube, nochmal hoch, dann sind wir beim Ausgang. Oder auch nicht. Es geht gleich zum Ausgang. Oh. Stimmt, hier war ja noch gar nicht der Weg nach oben. Jetzt müssen wir erstmal zu dem Ding da noch hingehen. Aber gut, ich speichere erstmal ab. Das machen wir in der nächsten Folge. Da. 65a. Also bis denne.